Hallo, ich bin Dina Kalfin mit einem wöchentlichen Videobeitrag zum Skyway-Projekt. Dies ist die 5. Ausgabe, die wir aus dem Homeoffice senden. Es geht uns darum, dass Sie regelmäßig aktuelle Informationen über Skyway erhalten. Machen Sie sich also bequem und lassen Sie sich über Neues auf dem Gebiet der Skyway-Technologie informieren. Heute geht es um Folgendes. Mitarbeiter der Unitsky String Technologies Company informieren, wofür die Arbeitsmodelle des Skyway-Verkehrs nötig sind. Arabische Fernsehsender zeigten den Auftritt von Anatoly Unitsky und dem Skyway-Verkehr. Auf unserem Blog erschien ein Artikel über die Belastung der Umwelt durch Autos. Jetzt im Einzelnen. Wissen Sie, wofür Skyway einen Baukasten aus Holz braucht? Er dient dazu, Modelle des schienengebundenen Seilverkehrs herzustellen und auf diese Weise effiziente Lösungen für künftige Fahrzeuge zu finden. Dmitri Ignatovich, ein Konstrukteur der Unitsky String Technologies Company, stellt fest, dass viele Fahrzeughersteller ein ähnliches Verfahren nutzen. Statt Holz verwendet man dort spezielles Plastilin. Der Holzbaukasten von Skyway hat einige Vorteile. Man kann zum Beispiel jedes Teil schnell austauschen und den Baukasten wiederverwenden. Alexander Volkov, ein Konstrukteur, zeigte, wie das zusammengebaute Holzmodell aussieht. Derzeit entwickelt man mit seiner Hilfe einen komfortablen Waggon für den zukünftigen Verkehr. Sobald die Tests abgeschlossen sind, können die Projektmitarbeiter mit der Produktion von Rollmaterial aus Metall beginnen. Siehe das Skyway-Modellvideo in der Beschreibung. In jedem Land wird das Coronavirus auf individuelle Weise bekämpft. So starteten die arabischen Länder die Sendung Let's Challenge Corona, an der der Skyway-Gründer Anatoly Unitsky teilnahm. Den Auftritt des Konstrukteurs haben Zuschauer von 25 TV-Sendern aus Palästina, Tunesien, Ägypten und anderen Ländern gesehen. Die Sendung wurde auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten übertragen, wo sich der schienengebundene Seilverkehr entwickelt. Dort begann 2019 der Bau des Skyway Innovationszentrums. Anatoly Unitsky schloss sich der wichtigen Bewegung im Land an und stellte persönliche Mittel für eine karitative Veranstaltung zur Verfügung. Die Sendung zeigte einen Auftritt von Anatoly Unitsky im Ecotechnopark und Bilder des schienengebundenen Seilverkehrs. Die Moderatoren dankten dem Konstrukteur und dem Skyway-Projekt für ihre Unterstützung. Wie wird sich diese Show Ihrer Meinung nach auf die Popularität von Skyway in den Vereinigten Arabischen Emiraten auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren. Um sich von den Meldungen über das Coronavirus abzulenken, besuchen Sie unseren Blog. Dort veröffentlichen wir die Artikel über Finanzen, Ökologie und die Skyway-Technologie. Diese Woche erschien ein Artikel darüber, wie der Straßenverkehr die Natur schädigt. Darin haben wir ausführlich erklärt, wie der private Autoverkehr zur globalen Erwärmung beiträgt und wie das Skyway-Projekt den Verkehr umweltfreundlicher macht. Im neuen Beitrag finden Sie interessante Fakten und aktuelle Statistiken und erfahren, wie Sie der Umwelt durch Ihr persönliches Handeln helfen können. Den Link zum neuen Beitrag finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Das waren die Nachrichten dieser Woche. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die weiteren Nachrichten nicht zu verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen!